Hallo ihr Lieben, wir schauen uns heute das Löwe-Tarot für März 2022 an. Wir nehmen dazu wieder das Tarot der weißen Katzen. Ich mische noch einmal durch und dann schauen wir gleich, was da rauskommt für uns Löwen. März 2022 bitte für die Löwen. Wir haben einmal King of Wands. Das ist wunderbar, das ist genau die richtige Energie. Judgment kann ein bisschen schwierig sein, aber letzten Endes sind diese Dinge doch zu unserem Besten. Dann haben wir Knabe der Münzen. Was haben wir noch? Wir haben König der Schwerter, die Kaiserin, die Empress und zwei der Münzen. Am Boden des Decks das Ass der Münzen. Sehr, sehr schön. Dann schauen wir noch in das Maruch X Deck und das beschäftigt sich einzig und allein mit Karriere und Geld. Und da schauen wir mal, wie es da ausschaut. Karriere und Geld für die Löwen im März. Dankeschön. Wir haben NW. Und dann nehmen wir noch eine positive Affirmation aus dem Deck von imarriedme.com. Was ist die positive Affirmation für die Löwen im März 2022? Dankeschön. Wunderbar. Dann fange ich doch gleich mit unserer positiven Affirmation an. Die heißt, I will make time for laughter and connections with family and friends. Das bedeutet, hier geht es darum, dass wir im März ein bisschen sozialer werden, ein bisschen mehr aus uns herausgehen, ein bisschen mehr Feste feiern, Freude schenken, gemeinsam auf Unternehmungen gehen. Das heißt, raus aus dem Schneckenhaus, raus aus dem Hermit-Mode, in dem wir so eher im Jänner, Februar waren. Das ist sehr, sehr gut. Das geht ja schon Richtung Frühling langsam und deswegen dürfen wir uns auch wieder ein bisschen öffnen, genauso wie die Blüten das auch im Frühling machen. Wir haben hier für das berufliche Envy. Das bedeutet, hier ist irgendjemand neidisch auf dich. Hier steht, you could be envying other people's financial success oder umgekehrt. Das heißt, entweder jemand ist neidisch auf dich oder du bist neidisch auf jemand anderen. Versuche, dein Leben nicht über deine Mittel zu leben. Das heißt, versuche, in deinem Finanzhaushalt Ordnung zu schaffen. Versuche auch nicht, anderen nachzulaufen im Sinne von Keeping Up with the Kardashians. Also, dass man versucht, man muss jetzt da gleich viel verdienen wie dieser oder jener Nachbar, ja? Sondern dass man einfach sagt, okay, vielleicht finde ich anderswo viel mehr emotionalen Frieden, wo ich vielleicht nur 20 Stunden die Woche arbeite, weniger Geld habe, aber dafür mehr Zeit für mich selber. Dann steht da auch, others could be envying your success, careful who you trust with money matters. Das heißt, wenn jemand anders auf dich eifersüchtig ist, weil du gerade Erfolge feierst hier im März, dann musst du darauf achten, mit wem du sprichst, was du über dich preisgibst und vor allem, wem du dein Geld anvertraust. Also bitte Vorsicht im März, falls irgendeiner auf dich zugeht und sagt, ja, ich bin Finanzberater und ich habe ein Get-Rich-Quick-Scheme für dich oder was auch immer, ja. Nee, da sagst du dann gleich, nein, stopp, ich verwalte meine Finanzen selber, da funkt mir niemand rein, weil das ist im März einfach zu gefährlich, einer anderen Person deine Finanzen anzuvertrauen. Was aber gut ausschaut, ist, also ich würde schätzen, dass hier im März nicht du auf jemanden eifersüchtig bist, sondern jemand auf dich und deinen Erfolg eifersüchtig ist, aus dem simplen Grund, weil wir hier das Ass der Münzen haben auf dem Boden des Decks. Das bedeutet, dir geht es im März finanziell enorm gut, da kommt Geld rein, vielleicht kriegst du einen Auftrag, der größer ist, vielleicht kriegst du einen Bonus, vielleicht kriegst du eine Sonderauszahlung, vielleicht gibt der Staat ein bisschen Geld her oder du kriegst eine Förderung von irgendeiner Stelle. Also es ist auf jeden Fall Geldfluss da. Könnte natürlich auch sein, dass du gewinnst im Lotto oder im Casino oder whatever. Oder es könnte natürlich auch sein, dass du eine kleine Erbschaft bekommst. Meistens sind das aber Aufträge, die so privat hereinkommen. Das heißt, du kannst zum Beispiel, jemand fordert von dir ein Marketingkonzept an und du kannst relativ viel dafür verlangen. Dafür spricht auch der Knabe der Münzen, der ist nämlich auch gekommen. Das heißt, du hast viele gute Ideen, wie du Geld verdienen kannst. Vielleicht auch online, ja. Du steckst deine Nase vielleicht in Bücher oder belegst ein paar Kurse, wie du Geld machen kannst. Du bist auf jeden Fall sehr wiff, was das Geld anbelangt im März. Wir haben hier auch die zwei der Münzen. Das ist wirklich interessant, weil wir hier schon die dritte Münzenkarte haben. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr viel Erdenergie da. Sehr, sehr viel Energie, die sich damit beschäftigt, mit deinem untersten Chakra, mit dem Chakra, das für Sicherheit verantwortlich ist. Und hier mit dieser Karte bist du vielleicht am Überlegen. Du wiegst deine Optionen ab. Ja, vielleicht bist du am Überlegen, soll ich den einen Job oder den anderen Job nehmen, wenn du zwei Jobangebote hast. Du bist vielleicht am Überlegen, soll ich ins eine oder ins andere Land gehen, wenn du ein Jobangebot aus dem Inland
Inland und eins aus dem Ausland hast. Also du überlegst hier wirklich, wie du tun sollst. Du hast auch einen Moment der Klarheit hier mit der Judgment Card. Das heißt, du hast hier ein Erlebnis, wo du sagst, wow, das hat mir die Augen geöffnet, jetzt weiß ich, was ich tun soll. Das heißt, keine Sorge, wenn du sehr unentschieden bist im März, irgendwann kommt der Punkt, wo du es weißt. Hier ist auch die King of Swords Energy, da ist vielleicht jemand in deiner Umgebung, der ein Luftzeichen ist, das kann ein Zwilling, eine Waage oder auch ein Wassermann sein und der hilft dir zu entscheiden, der kann dir helfen, weil der einfach mit seiner Energie, mit dieser Schwertenergie dir helfen kann, alte Dinge abzuschneiden, sich zu verabschieden von alten Jobs, von alten Ländern, von alten Sitten und neue Wege zu beschreiten. Ja, da hilft diese Energie sehr. Dann hast du hier eine Karte, die sehr dafür sprechen würde, dass du dich selbstständig machst. König der Stäbe, das bist du, das repräsentiert dich, weil das ist die Feuerenergie. Und da geht es darum, dass du entweder, könnte auch sein, dass du einen Schützen um dich herum hast oder auch vielleicht einen Widder. Ja? Das heißt, hier ist die Energie dessen, dass man der Provider ist. Also du bist derjenige, der auf andere schaut, der vielleicht ein Team leitet, der sich selbstständig macht, der vielleicht für die Familie das Essen einbringt. Also du bist hier in der Energie dessen, dass du sagst, ich kann das alles selber, ich stelle mich auf die eigenen Haxen. Dazu, ja, die Empress-Energie ist ganz starke Energie des Wachstums und der Fruchtbarkeit, weil das ist eine Major-Arcana-Karte, das ist nicht zu unterschätzen. Ja. Die anderen waren alle meiner, bis auf die Judgment-Card. Ja. Und die hat eine sehr, sehr starke Wachstumsenergie. Das heißt, was immer du angreifst, es wird zu Gold, es wird wachsen. Deine Kreativität, deine Leidenschaften, deine Visionen, du kannst die jetzt im März richtig ausleben und natürlich auch, wie die positive Affirmation schon sagt, gebührend feiern. Deswegen bin ich der Meinung, dass diese Karte Envy hier nichts anderes besagen kann, als dass jemand auf deine Erfolge furchtbar neidisch ist im März. Es schaut hier nicht so aus, als wärst du auf jemand anderen neidisch, vor allem weil Löwen einfach nie neidisch sind. Die sind sich selber viel zu gut und die sind auch viel zu sehr von sich selber überzeugt, als dass sie jemals einen anderen als besser als sich selber empfinden könnten. Insofern ist Neid für einen Löwen nicht wirklich passend. Hätte ich jetzt noch nie erlebt, dass ein Löwe neidisch ist, ja. Ich werde jetzt noch einmal kurz würfeln, was dein Glückszeichen ist. Dein Glückszeichen ist der Löwe, er kommt gleich raus und wir haben die 1. Also das ist, noch besser kann es nicht kommen, weil wir haben hier das Ass der Münzen gehabt am Boden des Deckes und wir haben hier eine Löwe-Karte gehabt mit dem König der Stäbe. Das heißt, es hat sich genau getroffen mit den Würfeln. Das heißt, die Energie ist sehr, sehr stark dafür, dass du dich vielleicht selbstständig machst, dass du vielleicht sagst, okay, ich stelle mich jetzt auf meine eigenen Füße, ich plane jetzt ein ganz neues Projekt. Und ja, dafür ist der Frühling ja auch da. Ne? Okay, ich wünsche euch einen ganz schönen März und wir sehen uns bald. Tschüss, Baba!